Ja, und somit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Simulator 2016, Folge 147. Wir fahren heute wieder mit der Ludmilla mit 3D-Zug, Reisezeit, Erdrutsch. So, ich würde sagen, wir rüsten mal schnell auf. So. Und ich muss nur. Hier die Fahrdienstleitung an 99025. 99025, bitte kommen. Ich schlaf gerade. 99025, hört. Wir hatten Glück im Unglück. Es gab keine weiteren Vorkommnisse mehr. Ich hoffe, Sie konnten ganz gut entspannen. Nun muss der Zug wieder zurück nach Koblenz-Lützel. Sie werden hinter dem Regionalexpress 10523 fahren. Laut Plan ist er mit 160 km/h unterwegs und im Moment sogar pünktlich. Ich denke nicht, dass er sich groß ausbremsen wird. Gut, zur Ausfahrt muss ich ja bis zum Signal jetzt wieder die Weichen selber stellen, oder? Richtig. Ausfahrt erfolgt wieder über das Kuppenzwischensignal T310. Bis zu diesem müssen Sie die Weichen selbst stellen. Alles klar, mache ich. Danke. Richtig. Genau. Ja, und somit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2016, Folge 147. Ich wollte schon 146 sagen, ey. Leute. Ja, ich wollte mal sagen, wir fahren jetzt auch mal los. Wir nochmal schnell sicherheitshalber nachgeguckt. Kann ja sein, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber da war ja alles in Ordnung. Ich mache hier schnell nur noch ein Thumbnail. So, ich bin nämlich gerade etwas in Eile, weil ich nämlich gerade eine Aufnahmepause gemacht habe und habe nämlich bei Rob und Witz vom Hell nachgeguckt bei ihrem Zugbier. Kann ich heute leider nicht weiter gucken, nur ab und zu mal, wenn Pause ist, ne? Ist cool. Hab vorhin sogar noch ein Foto gemacht, auf Facebook hochgeladen mit der Pause, ne? Ich muss mein Mikrofon wieder hochstellen. So, die sind nämlich, die fahren nämlich die wunderschöne Köblitzer Bergland Version 3 Reloaded von Roman Gloss. Schöne Grüße an dich, Roman. Ah, ich freue mich schon, wenn die Strecke draußen ist. Dann gibt es eine kleine Überraschung für euch alle. Ja, eine kleine Überraschung gibt es für euch in einer Folge. Lasst euch überraschen, was ich da vorhabe, wenn alles klappt. Ja. So, jetzt doch mal 40. Ja, ich bin gerade nämlich in Eile. Ich habe ein bisschen Zeitdruck. Ich habe so lange beim Livestream nachgeguckt. Jetzt haben wir schon zu spät. Deswegen muss ich mich jetzt so ein bisschen beeilen, weil es halt so ist, ne? Ich speichere nochmal sicherheitshalber. Ja, ich habe noch einige Aufgaben zu tun. Ich muss noch was machen draußen. Das ist. Naja, ich habe nämlich stoppenfreie Bude und da muss ich mich noch um die Tiere kümmern. Die Igelgruppe kommt auch noch, also ja, eine Igelgruppe. Ja, wir haben mehrere Igel. Hier 6 Stück haben wir insgesamt. Die kommen jeden Abend und ich habe das Igelfutter noch nicht vorbereitet. Ach. Was Blödes auch. So, was Blödes. Summer HP 0. Weil der Regionalexpress da ist. Wir halten scheiße, ne? Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja. Der Regionalexpress muss vor. Eigentlich darf ich hier nicht halten.
ne, darf ich überhaupt nicht. Das ist gerade ein Betriebsfehler, den ich gemacht habe. Ich habe Fehler gemacht. Ah. Ich müsste eigentlich vor der Weiche halten. Nun ist es passiert. Ich kann dann nichts mehr machen. Jetzt müssen wir warten, bis der Regionalexpress wegfährt. Damit wir Freifahrt kriegen. Mann. Ich mich mal einmal konzentrieren soll, ey. Das ist auch furchtbar heute. Das ist die vierte Aufnahme heute. Ich habe gesagt, ich nehme alles hintereinander auf, ne? Der wird uns noch aufhalten. Naja, ist ja logisch, dass der Vorrang hat. Das ist ein Regionalexpress, der schafft 160. Wir kommen nur bei 120 hin. Bei Rehmagen. Ja. Hallo. Schenkt mir ein HP1. Danke. Ja, halt erwarten, ey. So eine Kacke. Sind gerade auf unserem Feierabendweg, ne? Und wollen natürlich nach Hause und Feier machen und zur Familie. Das ist gut. Freie Fahrt. So. Ja, die Aufgabe geht insgesamt 50 Minuten, ne? Und ja. Jetzt müssen wir nach Koblenz. Lützel, Nord. Fahren dann zurück. Geht auch wieder super. Aber wie schnell das Ding hier fahren darf, steht nicht dran, ne? Nö. Ist das da hinten der Regionalexpress? Da hinten? Ne, ist nur ein Gegenzug, ich dachte. Wäre jetzt ein Ding. Da kommt 151 entgegen.
Servus. Quatsch. Die fahren ja nicht zurück. Wie wir gekommen sind. Wir fahren jetzt praktisch den Abschnitt lang, wo die Streckensperrung war. Richtung Andernach. Die Strecke war ja gesperrt. Dann fahren wir nach Köplenz-Lützel. Könnt ihr euch erinnern, heute Morgen. Szenario, ja, was ist heute Morgen? Sorry. Wie in den letzten Folgen war ja die Strecke gesperrt gewesen aufgrund von Erdrutsch. Ich muss sagen, das ging hier sehr flott. Ich meine, es war jetzt zum Glück ja nicht so extrem. Bei uns hat das, glaube ich, 5-6 Tage gedauert. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Es hat aber, glaube ich, mehrere Tage gedauert. Tagen. Weiß ich nicht mehr genau. Das war Richtung Halle, also wenn der Köthen verlässt, in der Nähe von Köthen. Ah, 151. Ich darf nicht so viel Schub geben. Schnell zwischenspeichern. HP0. Ja. Hier wollen wir wieder die Bauarbeiten. Ja. ACHP1. Normalerweise dürfte ich jetzt, ne, ein PCB wäre, aber existiert ja leider nicht hier, also ist ja schade.
101 als Intercity Richtung Bonn Hauptbahnhof. Immer halt erwarten. Nichts Neues. Ja, nochmal speichern. Tut mir leid, ist aber wirklich so. Ich kenne doch auch das Problem, wenn die erstmal abstürzt, ne? Naja, HP ja 0. Jetzt haben wir wieder HP 1. Oh, Leute. Eigentlich müsste ich jetzt auf 45 runter, aber wie gesagt, ohne PCB ist halt anders, ne? Naja. Ah, da kommt, glaube ich, eine Hamsterbacke entgegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist eine Hamsterbacke, jawohl. Doppeltraktion. Servus. In Remagen soll aber nach Ether 1718 der Star sein, naja. Glaubst du selber nicht, oder? Ja, ja doch, glaube ich. Das glaube ich. Ach du Husten? Mal, jetzt werden wir anhalten müssen. Warum wir nicht einfach den RE überholen können? Genau. Sicherheitsspeicher nochmal. Ja, ja, so ist es halt. Tja, jetzt stehen wir, ne? Weil ein Regionalexpress nicht aus der Porte kommt. Na, ah, es kommt mir Ludmilla entgegen. Es kommt mir eine Ludmilla entgegen. Das hörst du immer. Wenn du so eine Soundkulisse hast, also wenn du davon den Sound hast, weißt du sofort, da kommt gleich ein Ludmilla entgegen. Oder man fährt vorbei. Das hört man immer. Das ist immer so ein komischer Bug, ich weiß es auch nicht warum.
Ach ja. Da ist er auch schon, die Dottweiler. Servus. Ja, hier waren wir ja in der letzten Folge. Da drüben haben wir ja den Doppelstockwagen abgestellt, den Regionalexpress, ne? Den haben wir da abgestellt. Hier seht ihr ihn nochmal. Ja. So einfach ist das. Ne?
Na komm, spring um. Bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Danke. Er den Link zum Produkt, also zu diesem Reisezeit-Erdrutsch, findet ihr in der Videobeschreibung. Kostet so ungefähr 7 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, also macht schon Spaß. Fahrgestaltung an 99.025, bitte kommen. 99.025 hört. Sie werden es vielleicht gemerkt haben. Der Regionalexpress 10523 kommt schleppender vorwärts als gedacht. Das liegt wohl am deutlich erhöhten Fahrgastaufkommen. Er braucht bei allen Halten deutlich länger. Merk ich. Naja, um diese Uhrzeit haben wir ja auch quasi Hauptverkehrszeit und das im Ballungsgebiet. Mit der Uhrzeit hat das nichts zu tun, sondern mit den Effekten der Sperrung heute. Es sind viele Züge ausgefallen, verspätet oder mussten umgeleitet werden. Naja gut, irgendwie werde ich schon in Koblenz ankommen. Alles klar. Werden ankommen. Ich hab einfach nur... Oh nee, doch nicht. Ja... Hab gedacht, will ich ein bisschen rollen lassen, weißt du? Aber... Ist doch sehr viel los. Ja, ja, ihr kennt das Spiel, ne?
Das war knapp. Das war wirklich knapp. Eieiei. War da nicht ein Zug? Gott, doch mal. Ich gucke mal nach. Kann sein, dass das der RE war. Da ist der. Aber wir sind zum Stehen gekommen. Ich habe gedacht, das schaltet sich jetzt gleich um, aber jetzt wollte er gerade nicht. Und ja, das Signal wollte halt mal zeigen, was es drauf hat, ne? Aber wir sind gut vorbereitet in Bremsen, ne? Haben wir Signalankündigung 40 bekommen oder was? Habe ich noch nicht gesehen. Ach egal, da ist eh wieder HP0. Von daher. Nee, Silas kommt ins Gleiswechsel, ne? Ja, Gleiswechsel kommt. Stimmt. Wir haben jetzt einen Gleiswechsel. Wir gehen jetzt wieder nach links rüber. Ja. Hier waren wir ja in der letzten Folge, ne? Genau denselben Fahrweg wieder. Ah, 50 jetzt. Wir fahren in den Gegengleis und dürfen 60. Höchstgeschwindigkeit. Wahrscheinlich. Er hat gesagt nicht. Ja, da steht noch ein Kollege, Intercity ist weg. Der Kollege ist irgendwie eingeschlafen oder passt nur auf, damit alles glatt läuft, ne? Komm mal grüßen. Wo sieht man sich wieder, Kollege, und macht Selbstgespräche. Höchst interessant. Und hier ist eine Gleissperrung. Aufgrund des Erdrutsches heute Morgen. Wie schnell man hier fahren darf, war eine Langsamfahrstelle, ne? Ich gehe davon mal aus mit 40. Hat er vorhin auch was gesagt? Weiß nicht. Ja, die Kollegen sind hier immer noch am Werkel, wo das Ungeschehen passierte. Aber sie haben das Gleis zumindest wieder frei gemacht. Das ist wenigstens gut so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, kommt da noch eine Endetafel? Ich weiß es nicht. Sagt mal doch was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die ganze Zeit jetzt hier 40 tuckeln. Nee. Du bleibst. Bremst doch nicht hier ab, ey. Das ist doch abartig, was du machst. Ihr habt ihn noch gehört. Jetzt komm. Ich hab mir geguckt, ob es eine Tafel gibt.
wir schnell gleich wieder runter von der Geschwindigkeit, wenn wir wieder aufs richtige Gleis kommen. Ja. Ja, hier fahren wir wieder das erste Mal lang heute, ne, in der Folge. Bin ich bescheuert? Ich das für mich? Oh, mir kommt da kein Gegengleis. Ein Gleis da. Oh, Leute. Du stehst verweigert. Gott. Fehler am Triebfahrzeugführer. Oh, Leute. Ich dachte eben wirklich, das ist mein Signal gewesen. Ich kann ja nicht einfach auf die Tafel unten gucken, weil das Mikro stört. Oh, ich HP0 gesehen, drück auf den Tab und dann kommt vorbei. Da ich dachte, oh scheiße, das ist HP0. Ich muss bremsen, aber nein, war nicht. Na komm, mach schon, Baby. Geh runter auf 0 Bar. HP0 ist jetzt weg. Naja. Doch von hier nur 110. Total vergessen. Kommt jetzt Gleiswechsel. Nach 40 Kilometer, da sind wir da. Da sind wir da. Dann machen wir Party. Partyart, ne? Kennst du, ne?
Arsch schön klar draußen. Keine einzige Wolke. Wenn es bei mir auch mal so aussehen würde. Ja, also. Ich hab hinten gedacht, da steht ein B, aber es ist eine 8. Oh Mann, ey. Schnellspeicher. Nein, Quatsch. Wir sind doch hier gestartet. Was erzähle ich da? Wir fahren dieselbe Strecke zurück. Plus. Ja, wisst Bescheid. Mann. Ich habe vorhin ehrlich gedacht, wir fahren jetzt woanders hin, aber wir fahren wirklich die Rücktour. Oh, Leute. Noch 8 Kilometer trennen uns bis zum Feierabend. Regionalexpress Richtung Bonn. Oder Köln. So, Achtung, Husten. Das wird gleich wieder losrechnen und reißen. So ein mieses Wetter, oder?
Hier wird fleißig gebaut. Ja. Guck mal, Papa, da kommt ein Zug. Und eine Hamsterbacke. Ja, mein Sohn. Da kommt wirklich was. Freifahrt, das ist sehr gut. Wir sind hier. Hier ist Lütze Nord 5. Ich wurde. Ah, schon gestellt, das ist gut. Aber wir haben keine Einfahrt. Schnell speichern. Werden wir überholt oder was? Ich bin da, wer noch? Wir warten. Ich frag mal nach. Darf nicht. Keiner da. Dann warten wir halt. Und sie überholt irgendwas. Ich bin mir nicht sicher was, aber irgendwas muss uns so überholen. Sei denn, es ist mal wieder so. Spiel zentrieren. Hier sind wir. Ich sehe keinen Zug. Der MRB ist durch. Aber für uns ist keiner. Wir dürfen nicht. Warum? Für uns ist Weiche gestellt. Wir brauchen einfach nur reinfahren. Und dann sind wir da. Aber uns lässt man nicht rein. Hallo. Hallo. Verweigert. Dann warten wir halt auf Anweisung. Ah, der Fahrdienstleiter hat die Sehne. Der Kollege steht. Warum denn nur? Hoffe ich. Das ist immer toll, wenn du Feierabend machen willst. Dein Ziel ist nur 1 Kilometer entfernt und du kommst nicht zum Feierabend, weil du ein rotes Signal hast. Ja. Es geht hier nicht weiter. Kommt denn da nicht raus? Intercity? Ja. Das typisch Train-Simulator. Der schafft es auch, hat es eben gerade nicht geschafft, alles zu laden. Der hat sich anscheinend aus dem Portal hinzugefügt. Was aussieht. Ich konnte nicht so richtig laden. Ja, der blöde Bremse erstmal lösen. Dann geht's weiter. Ah, draußen knallt gleich dran. Schon wieder.
beeilen. So, wir dürfen jetzt nur noch 25 fahren. Ist das eine atemberaubende Geschwindigkeit, aber wir sind in Rangierfahrt jetzt. Das heißt, wir müssen rangieren. Und wenn wir rangieren, dann ist das 25 maximal. Es ist beschämend. Ja, es ist beschämend. Ja, da ducken wir vor uns hin und warten. Keine Ahnung, was ich da vor mir ludere hier. Ah, ein bisschen Stoff, wenn ich bitte darf. Tausend Jahre später. Oh, das ist fies. Wenn man irgendwas noch was, wenn man noch was vorhat, nee. Man muss jetzt hier tucken, um sein Ziel zu kommen. Oh, nee. Ach du Husten. Junge, knackt der Stuhl schon ab. Diese Husten ist nicht schön. Kennt ihr das? Ihr habt dringend was vor und seid gerade unter ein bisschen unter Zeitdruck und ihr müsst duckeln. Kennt ihr das? Ah, Leute. Hier haben wir ja gestartet. Ich fahre aber nicht ganz weit nach vorne. Aber hier reicht es ja. Ich sehe ja kein Signal am Ende. Wir machen da der Motor alles aus. Na komm, komm. So, das aus, das aus. So, das, das, das. Und ich mach Feierabend. Handbremse kann man nicht anziehen, das geht hier leider nicht. So, wir sind da. Die Fahrdienstleitung an 99025, bitte kommen. 99025, hört. Geschafft. Feierabend. Sie haben den Job mit Bravour gemacht. Wenn es einen Orden gäbe, Ihnen würde einer dafür verliehen werden. Ach Quatsch. Ich gebe ihm hier bei einer Gelegenheit einen aus. Bis bald. Alles klar, ich freue mich. Dann bis dann. Tschüss. Wir haben einmal die Notbremse betätigt, fünfmal die Geschwindigkeit überschritten, sind 56 Kilometer gefahren, 55 Minuten sind wir insgesamt für die Aufgabe gefahren. Die Aufgabe ist zurück. Und das war 3D-Zug-Reisezeit. Ja, Erdrutsch. Ne? Alle vier Aufgaben bewältigt, geschafft. Und ich kann euch nur eins sagen. Super Szenario, super Aufgabe. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Kauft es euch. Es lohnt sich wirklich. Ja. Ich würde mich selber um Kommentare freuen. Über Daumen nach oben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich muss jetzt ganz dringend los. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.